Vor 45 Jahren hat sie sich erhängt. Ulrike Meinhof. Ikone der RAF, die in den 70er Jahren das Land in Atem hielt. Entführungen. Geiselnahmen. Anschläge. Und sie war an der Spitze der Bewegung. Was vielen nicht so bekannt ist, sie war zuvor Journalistin. Frau Ulrike Meinhof aus Hamburg, Kolumnistin der Zeitschrift Konkret. Oft in Talkshows. Ich möchte eigentlich meinen, dass die Sorge um die Autorität in der Welt, in der wir gegenwärtig leben, verdächtigt werden muss als die Sorge um den Bestand der gegenwärtigen Herrschaftsverhältnisse und der Herrschaftsverteilung. Meinhof macht auch Radio und Fernsehen, zum Beispiel Filme für das ARD-Magazin Panorama vom NDR. Mich verbindet eine ganze Menge mit Ulrike Meinhof. Ich bin auch Journalistin, ich arbeite auch hier im NDR. Aber meine Familie stand damals auf der anderen Seite. Genau genommen mein Großvater. Er war damals Bundesinnenminister. Die Sicherheitsbehörden haben einen harten Kampf gegen die RAF und Ulrike Meinhof geführt. Preisen, die nächste Aktion zu starten. Ich darf nur darauf hinweisen, dass in den Jahren 69 bis 1975 etwa das Bundeskriminalamt ausgebaut worden ist von einem Etat von 22 Millionen auf 130 Millionen. Dazu bestand ja auch aller Anlass. Eine Auseinandersetzung, die meine frühe Kindheit geprägt hat. So wurde auch die Kirche vor meiner Taufe durchsucht, weil mein Großvater natürlich dabei sein wollte. Kennt ihr eigentlich die Fahndungsplakate von Ulrike Meinhof und der RAF? Als Kind hatte ich unglaubliche Angst vor denen. Ich habe natürlich damit verbunden Gewalt und Terror und Tod und irgendwie solche schrecklichen Dinge. Und gleichzeitig weiß ich, dass ganz viele Menschen mit Ulrike Meinhof damals und auch heute immer noch positive Sachen verbinden. Dass sie eine Kämpferin für bessere Verhältnisse war, dass sie eine Aufklärerin war. Oder wie ein Freund von mir neulich sagte, der auch Journalist ist, sie ist doch eine von uns. Das ist für mich ein unglaublicher Widerspruch. Ein Widerspruch, der mich seit einiger Zeit beschäftigt. Seit wieder politische Morde unser Land erschüttern. Ich vertiefe mich in die Vergangenheit, lese viel und spreche als erstes mit meinem alten Freund Reinhard Mohr in Berlin. Er hat für Spiegel und Welt viele Artikel und auch ein Buch über die Zeit geschrieben. Und doch war mir nicht klar, wie wichtig Ulrike Meinhof für ihn gewesen ist. Habe ich dann eben anderes, auch ein Erlebnis noch irgendwie, ja? Wir haben wirklich nie über Ulrike Meinhof gesprochen, ne? Nee, glaube ich nicht. Ja, also, über die RAF. Ist ja auch wirklich sehr, sehr lange her, 45 Jahre. Ja. Fast ein halbes Jahrhundert. Kannst du dich noch daran erinnern, als du von dem Tod gehört hast? Ich weiß nur eins, wir waren alle schockiert. Das war, glaube ich, am Morgen vom 8. auf den 9. Mai. Ich war in der Uni schon sehr aktiv auf dem Campus der Frankfurter Goethe-Uni. Jetzt kriege ich schon eine Gänsehaut, dran zu denken. Und dann haben wir innerhalb von Stunden eine, glaube ich, vierseitige Sonderausgabe dieser Uni-Zeitschrift Fuzzi gemacht. Sie war eine Heldin für Reinhard und die anderen jungen Linken. Und zu meiner Überraschung wirkte dieser Zauber über ihren Tod hinaus. Es gab am Abend dieses berühmte Sponti-Plenum. Ich weiß nicht, warum ich da nicht dabei war. Also auf diesem Sponti-Plenum wurde eben, was inzwischen ja auch schon oft beschrieben wurde, heiß diskutiert. Und es war klar, es wird demonstriert gegen den, was viele glaubten, Mord an Ulrike Meinhof. Und wie es aussieht, wie mir auch viele Leute berichtet haben, wurde durchaus auch aufgerufen, das mit gewalttätigen Mitteln auch zu unterstreichen, sprich Molotow-Cocktails, also Brandflaschen. Sie schaffen es mit dieser Trauerfeier sogar in die Tagesschau. Brennende Polizeiautos in Frankfurt. Mehrere hundert Menschen hatten sich am Nachmittag zu einem verbotenen Protestmarsch zum Tod Ulrike Meinhofs versammelt. Er ist auch dabei. Und das Bild geht ihm nicht mehr aus dem Kopf, wie ein Polizist eine Beifahrertür öffnet. Und dann flog direkt ein Molotow-Cocktail in das Auto. Er ist rausgelaufen wie eine brennende Fackel und hat gerufen zu seinen Kollegen von der Polizei, er schießt mich, er schießt mich. Dieser Beamte erlitt lebensgefährliche Brandwunden. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 12 Polizisten verletzt. Es war eben so, dass Ulrike Meinhof, Ulrike wurde nur per Du natürlich genannt, einfach, ja,
betrachtet wurde als einer von uns, wenn auch mit Waffengewalt oder in der RAF, aber als eine Genossin, die im Prinzip dasselbe will, nämlich, wie auch immer, die Revolution. Woher kam dieser Zauber? JournalistInnen werden gehört, geschätzt und manchmal auch angehimmelt. Aber solche Identifikationsfiguren sind sie selten. Ich will ihre Geschichte verstehen und gehe dafür zurück zu ihren Anfängen. Im NDR-Archiv suche ich mir ihre alten Filme heraus. Sie hat angefangen Ende der 50er in Hamburg bei Konkret. Ein linkes Krawallblatt. Politik, Kultur und Sex. 1965 stellt Panorama die Zeitschrift in einem langen Beitrag vor. Sie hasst den Spießer und fühlt sich den Rebellen aller Schattierungen eng verbunden. Jenen in Kuba ebenso wie denen im Kongo und in Santo Domingo. Der Chefredakteur Klaus-Rainer Röhl, der Ehemann von Ulrike Meinhof. Konkret wird zum Sprachrohr der Linken in den 60er Jahren. Wie Reinhard Mohr erzählt, der selbst damals noch ein Kind war. Und da hat man dann die Konkret teilweise wie später in den Spiegel gelesen, wie eine Bibel, jedes Wort von A bis Z, vor allem natürlich Ulrike Meinhofs Kolumnen, die wie so ein Richtungsweiser waren, wie so ein Kompass. Ja, was sie da geschrieben hat aus Hamburg mit all ihren Verbindungen, das war dann so ein, für viele so eine Richtschnur des Denkens, also über die Jahre hinweg. Also ich habe hier einen Sammelband mit Ulrike Meinhofs Kolumnen und das ist, also wichtigsten Kolumnen, und das ist wirklich ganz interessant und auch beeindruckend, weil man sieht hier, dass sie schon ganz, ganz früh gegen die Notstandsgesetze, also die Sicherheitsverschärfung anschreibt, dass sie sich mit Franz Josef Strauß anlegt, welcher so ein ganz wichtiger Politiker in der Zeit war und rechter Politiker. Und dass sie gegen den Vietnamkrieg anschreibt. Und das alles wortgewaltig und sehr leidenschaftlich. Ich lese mal was vor. Und zwar hier vom Protest zum Widerstand heißt diese Kolumne. Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht länger geschieht. Ziemlich radikal. Als sie das geschrieben hat, ist Stefan Aust Redakteur bei Konkret, einer ihrer engen Wegbegleiter, Autor des berühmten Bader-Meinhof-Komplexes, heute Herausgeber der konservativen Welt. Ich besuche ihn in Hamburg-Blankenese. Wie war sie da so? Sie war eine ruhige und stille Person, die zum Beispiel in Konferenzen, wenn sie dann geredet hat, hat sie wirklich druckfertig geredet, hatte sehr klare Positionen. Sie kam ja aus so einem evangelisch-christlichen Milieu. Und da ist es ja bekanntermaßen üblich, dass Leute alternativlos in ihren Positionen sind. Das heißt, alles, was anderer Meinung ist, ist total falsch. Ulrike Meinhof hat nie wirklich toleriert, dass Leute anderer abweichender Meinung waren. Sie war immer hundertprozentig von dem überzeugt, was sie gesagt hat. Was er mir im Gespräch auch noch einmal bestätigt, Ulrike Meinhof ist damals Mitglied der Kommunistischen Partei. Sie und Klaus-Rainer Röhl fahren einige Jahre lang sogar regelmäßig nach Ost-Berlin, um die Themen abzustimmen. Denn Konkret wird damals zum Großteil aus der DDR finanziert. Ich habe mich immer gefragt, gab es da kein Finanzamt, das man irgendwie gemerkt hat, woher, dass da irgendwie Geld reinkam, was irgendwie nicht erwirtschaftet worden war durch den Verkauf? Keine Ahnung. Eine wilde Zeit. Wie Ulrike Meinhof kämpfen an den Universitäten jetzt auch die Studierenden gegen verkrustete Strukturen, alte Nazis in den Institutionen, den Vietnamkrieg und die Macht der Bild-Zeitung. Ganz vorneweg Peter Schneider. Die Springerpresse ist ein Feind der Arbeiterklasse. Sie verstümmelt ihre Fähigkeit zum politischen Willensausdruck und zum solidarischen Handeln. Begeistert im fernen Hamburg, erfahre ich, ist auch Ulrike Meinhof. Der Arbeiter, so und so oft erlebt man es. Sie war unglaublich fasziniert von einzelnen Figuren, zum Beispiel von Peter Schneider, weiß ich ganz genau. Ich kann mich erinnern, dass als er eine Rede gehalten hatte an der Freien Universität, Genossen, wir haben Fehler gemacht, wir haben schlecht demonstriert und die Polizei hat uns dafür verprügelt. Da war sie unglaublich begeistert von dem, was er da gesagt hatte. Fantastisch, faszinierend, sagte sie, glaube ich, immer. Fabelhaft, das war ihr Begriff, war absolut fabelhaft. Mein Freund Reinhard macht einen Kontakt zum Schriftsteller Peter Schneider. Er ist damals einer der Köpfe der Studentenbewegung. Im Gespräch wird schnell klar, dass die Faszination gegenseitig ist.
Vor allen Dingen war es eine Frau, die eine enorme Intensität hatte. Also man fühlte sich einfach durch die Geradlinigkeit, die Wucht ihrer Ansprache nicht hingerissen, aber mitgerissen. Ich war einfach von dieser sprachlichen Präsenz fasziniert, auch ihrer Nervosität. Sie hat ja irgendwas immer mit ihren Händen zerpflückt und in die Gegend geschossen. In dieser Zeit, in der sich eine Bewegung formiert, bekommt die Bundesrepublik hohen Besuch aus dem Ausland. Der Schah von Persien und seine Frau Farah Diba. Das Paar wird mit allen Ehren empfangen, zum Ärger der Linken. Ulrike Meinhof schreibt in ihrer Kolumne: Guten Tag, Frau Pahlavi. Die Idee, Ihnen zu schreiben, kam uns bei der Lektüre der neuen Revue vom 7. und 14. Mai, wo Sie Ihr Leben als Kaiserin beschreiben. Wir gewannen den Eindruck, dass Sie, was Persien angeht, nur unzulänglich informiert sind. Infolgedessen informieren Sie auch die deutschen illustrierten Leser falsch. Im Folgenden berichtet sie, wie der Schah seine Bevölkerung verhungern lässt. In Hamburg, in Berlin, Proteste, die eskalieren. Denn später mischen sich Jubelperser unter die Demonstranten, Gefolgsleute des Schahs. Auch das beschreibt Ulrike Meinhof höchstpersönlich in einem Filmbeitrag für den Sender Freies Berlin. Aber als die Studenten auf die Straße gingen, um die Wahrheit über Persien bekannt zu machen, auf die Straße, weil eine andere Öffentlichkeit als die der Straße ihnen nicht zur Verfügung stand, da kam auch die Wahrheit heraus über den Staat, in dem wir selbst leben. Da kam heraus, dass man einen Polizeistaatschef nicht empfangen kann, ohne selbst mit dem Polizeistaat zu sympathisieren. Folgende Szenen stammen aus Roman Brodmanns Film Polizeistaatsbesuch, 2. Juni vorm Schöneberger Rathaus in Berlin. Kaum ist der Schah im Rathaus verschwunden, gehen die Jubelperser zum Angriff über. Die Schranken, die sie von den Demonstranten trennten, sind plötzlich geöffnet, man weiß nicht wie, und ebenso plötzlich sind die unheimlichen Gäste mit Totschlägern und Holzknüppeln bewaffnet. Aber von den 5000 Berliner Polizisten ist keiner mehr da, um das Folgende zu verhindern. Am Abend, berichtet Meinhof weiter, fällt am Rande der Demonstration ein Schuss. Und der Student Benno Ohnesorg liegt tot am Boden. Der Schütze, ein Polizist namens Karl-Heinz Kurras. Erst 2009 wird bekannt, dass Kurras im Dienste der Stasi stand. Peter Schneider erinnert sich an diese Nacht, die ein Wendepunkt ist. Wie die Polizei das gehandhabt hat, das bleibt bis heute ein Schandfleck für die zivile Gesellschaft, wie sie damals war in Berlin, auch wie sie alle gleich verhalten haben. Als erstes wurde es doch so dargestellt, als wäre ein Polizist von einem Studenten erschossen worden. Und diese ganze Lügerei und die Umkehrung der Wahrheit durch die Polizei und durch die Springerpresse, das hat damals eine enorme Wut ausgelöst. Und dann fiel auch so ein Wort wie Polizeistaat. Das war aber keine kalte Analyse, sondern das war ein Wort aus der Wut heraus. Das analysiert Peter Schneider. Ulrike Meinhof klingt im Filmbeitrag so. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns die Freiheit, den Knüppel zu rechtfertigen. Die Proteste gegen einen Polizeistaatschef entlarvten unseren Staat selbst als Polizeistaat. Die junge deutsche Demokratie, eine verkappte Diktatur. So sieht es Ulrike Meinhof. Ein neuer Standpunkt, der viele irritiert. In einer Gesprächsrunde im Anschluss an diesen Beitrag sitzen einige, die das Dritte Reich noch miterlebt haben. Und die den Unterschied der Verhältnisse, wie sie sagen, sehr wohl zu schätzen wissen. Können Sie sich vorstellen, dass wenn wir das tatsächlich in der Bundesrepublik hätten, von dem Sie behaupten, dass es existiere, nämlich einen Polizeistaat, Sie haben ja diesen Terminus selber gebraucht, dass dann überhaupt nur ein Ansatz für eine derartige Demonstration vorstellbar wäre. Sie wissen, dass die Springerpresse im Blick auf die Demonstrationen für das nächste Wochenende bereits in Übereinstimmung mit Innensenator Neubauer den Einsatz härterer Mittel gefordert hat und damit gemeint hat Tränengaskommandos und Judotruppen. Das heißt, die Studenten, die eventuell am Wochenende auf die Straße gehen, tun es mehr oder weniger auf emotionalisiert mit Todesmut.
Ich kann da nur noch den Mut bewundern. Aber ich kann da keine Sekunde mehr die Freiheit bewundern, die den Leuten es noch erlaubt, diesen Mut zu haben. Beginnt hier ihre Wandlung von der Journalistin zur Terroristin? Vieles spricht dafür. Ostern 1968, noch ein Schuss. Dieses Mal auf Rudi Dutschke, den Wortführer der Studentenrevolte. Es war auch noch ein Rechtsradikaler, wenn auch ein dummer, junger Rechtsradikaler, der ihn ja auch fast umgebracht hätte. Und das war natürlich nochmal ein Fanal. Und da war genau diese Imagination wieder, jetzt bringen sie uns schon wieder um. Der deutsche Staat ist schon wieder auf dem Weg zum Faschismus, der seine Opponenten umbringt. Dessen oberstes Propagandaorgan aus der Sicht der Linken? Die Bild-Zeitung mit ihren aggressiven Schlagzeilen. Am Abend stürmen sie zum Springer-Hochhaus in Berlin. Krawalle, wie sie die Bundesrepublik noch nicht gesehen hat. Unter ihnen Ulrike Meinhof und Stefan Aust. Ulrike fuhr da mit ihrem kleinen blauen Renault R4 mit ihr hin. Dann kamen die Studenten an und sagten, wir brauchen eine Barrikade, das Auto muss da unbedingt mal mit rein. Dann hat sie gesagt, um Gottes Willen, mein Auto doch nicht, das brauche ich doch, um die Kinder zur Schule zu fahren. Dann habe ich gesagt, komm Ulrike, dann fahren wir es hier so an die Seite. Dann gehört das mit zur Barrikade, aber auch nicht so richtig. Es ist noch nichts zu spüren davon, dass sie bald ihre Kinder verlassen wird. Von ihrem Mann hat sie sich bereits getrennt. Sie lebt jetzt in Berlin und will über den sogenannten Brandstifterprozess berichten. Zwei damals noch unbekannte Menschen haben in Frankfurt Kaufhäuser angezündet, um ein Zeichen gegen den Vietnamkrieg zu setzen. Andreas Bader und Gudrun Enslin. Und das fand sie irgendwie faszinierend. Also sozusagen, das war etwas, was bei ihr sozusagen das Signal gegeben hat, man muss irgendwie was tun. Und Schreiben alleine reicht nicht. Und dann hat sie ein Gespräch mit Gudrun Enslin geführt. Das haben wir dann gar nicht gedruckt, weil sie gesagt hat, wenn das gedruckt wird, kommen die nie wieder aus dem Gefängnis frei. Weil sie sich so richtig dazu bekannt hatten. Und die Frage war, die Ulrike gestellt hatte, hättet ihr auch das Kaufhaus in Brand gesetzt, wenn Menschen dabei zu Schaden gekommen wären? Da hatte sie wohl gesagt, ja, das wäre ihr ganz egal gewesen, so ungefähr. Meinhof kennt jetzt Gudrun Enslin und Andreas Bader und zerstreitet sich nun auch mit Konkret. Der Kurs ist ihr zu staatstragend geworden. Mehr und mehr entfernt sie sich aus ihrem Umfeld. Da hatte ich den Eindruck, was bei ihr ohnehin sehr ausgeprägt war. Sie hatte einen sehr starken Hang, depressiv zu sein. Die war richtig melancholisch, richtig, richtig depressiv. Und schob dann natürlich alles sozusagen auf die kapitalistische Weltverschwörung. Nicht so, sie hat sozusagen für ihre eigene depressive Grundstimmung hat sie sozusagen immer politische Begründungen gehabt. Mag ja auch so gewesen sein. Währenddessen erlebt die Bundesrepublik einen Neuanfang. Und einen Linksruck in der Regierung. Der neue Kanzler Willy Brandt verkündet: Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren haben manche in diesem Land befürchtet, die zweite deutsche Demokratie werde den Weg der ersten gehen. Ich habe dies nie geglaubt. Ich glaube dies heute weniger denn je. Nein, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im Innern und nach außen. Und das fand ich bei dieser Recherche wirklich total spannend. Ich hatte das immer so abgespeichert gehabt, dass die Regierung Brandt ins Amt kam, dann jahrelang nichts auf die Reihe bekam und die Jugend dann irgendwann genervt, weil nichts sich zwar änderte, zu den Waffen griff. Tatsächlich ist es so, dass die 1969 an die Macht kam und schon 1970 ging Ulrike Meinhof in den Untergrund. In dem Jahr arbeitet sie an einem Spielfilm über Heimkinder und versteckt Gudrun Enslin und Andreas Bader, die untergetaucht sind. Als Bader dann doch gefasst wird und in Haft kommt, schmieden sie einen Plan.
Die bewaffnete Entführung ereignete sich kurz nach 11 Uhr im Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen in der Michaelstraße 83. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Justiz arbeitete Bader an einem soziologischen Werk über gefährdete Jugendliche. Der Verlag Wagenbach soll sich für das Werk interessiert und verlangt haben, dass Bader zum Institut geführt werde, um hier Fachliteratur einsehen zu können. Bader wurde von zwei Justizbeamten begleitet. Nach bisherigen Berichten haben die Entführer zunächst durch die geöffnete Tür des Instituts Tränengas geschossen, dann die Institutsangehörigen beiseite gedrängt und unter Gebrauch der Schusswaffe Bader befreit. Der Institutsangehörige ist lebensgefährlich verletzt. Mit im Entführungskommando Ulrike Meinhof. Und dann stand ich eines Tages vor dem NDR in der Roten Baumchaussee und sah an einem Zeitungskiosk oder Zeitungsstand oder sowas ein extra Blatt, glaube ich, der Hamburger Morgenpost hängen, über die Bader-Befreiung. Da habe ich das erste Mal davon erfahren und habe gedacht, sie sind vollkommen verrückt geworden. Vollkommen verrückt geworden. Als Peter Schneider von der Befreiung Baders in Berlin hört, sagt er zu seiner Freundin, komm, lass uns an die Ostsee fahren. Und warum habe ich das gesagt? Weil ich mir vorstellen konnte, dass Ulrike oder einer der ihr, der Mitverfolgten, in Anführungszeichen, hier klingeln würde. Und ich sie dann nicht würde rausschmeißen können. Ja, das würde ich nicht fertigbringen, schon gar nicht die Polizei informieren. Aber ich würde sie auch nicht abweisen wollen. Und so habe ich mir diese ganze sozusagen Gewissenskonflikt erspart, indem ich einfach nicht zugegen war. Eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Der deutlich jüngere Reinhard Mohr empfindet anders. Ulrike Meinhof wird den jungen Linken ab jetzt mehr und mehr faszinieren. Für mich, was war für mich Vorbild? Also ich meine, ich habe damals natürlich die typischen linken Bücher von Adorno versucht zu lesen. Okay, kann man alles machen. Aber es bringt nichts. Und demonstrieren kann man auch. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, Theorie und Praxis. Ja? Und da hat sie den Schritt gemacht von der Theorie zur Praxis. Im Juni wird dem Spiegel ein Tonband zugespielt. Darauf Ulrike Meinhofs Stimme. Eine Kriegserklärung. Und wir sagen, natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden. Und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden. Die Fahnder wirken nervös, die Meinhof, Bader und deren Leute suchen. Denn die schießen sofort. Es sterben 3 Polizisten und 3 RAF-Mitglieder, 2 Männer und eine sehr junge Frau. Das Mädchen lag hier mit dem Kopf so längs gestreckt und hatte in der rechten Hand die Waffe noch in der Hand. Und hier so die Hand auf dem Bauch gehabt, aber da war sie schon tot gewesen. 1972 verübt die Bader-Meinhof-Gruppe die ersten Anschläge. An 5 Orten explodieren Bomben, darunter im US-Hauptquartier in Heidelberg und im Springer-Hochhaus in Hamburg. 4 Tote. So sah es wenige Minuten nach der Detonation der Bomben vor dem Verlagsgebäude in der Hamburger Innenstadt aus. Pausenlos trafen Rettungswagen der Feuerwehr ein, um die 15 zum Teil Schwerverletzten in nahegelegene Krankenhäuser zu transportieren. Die Polizei riegelte die Umgebung hermetisch ab, weil weitere Sprengkörper in den Verlagshäusern vermutet wurden. Durch die Explosionen ist ein etwa 100 Quadratmeter großer Bereich der Gebäudefassaden beschädigt worden. Die Druckwelle richtete erheblichen Schaden am Inventar in den Büroräumen an. Nach letzten Meldungen sollen 5 Bomben gelegt worden sein, von denen 2 explodierten. Dann scheint der Spuk auf einmal vorbei. Guten Abend, meine Damen und Herren. 2 Wochen nach Andreas Bader ist jetzt Ulrike Meinhof gefasst worden. Mit der Verhaftung der 37-jährigen Anarchistin gestern Abend in Langenhagen bei Hannover gelang es der Polizei, den sogenannten harten Kern der Bader-Meinhof-Gruppe zu zerschlagen. Die Polizei hat Meinhof in einem Mietshaus gefasst. In ihrem Gepäck Pistolen, ein Maschinengewehr, Handgranaten und viel Munition.
Ulrike Meinhof, hier nach der Festnahme gestern Abend, hat bisher jede Aussage verweigert. Sie steht nach Angaben der Polizei am Rande der körperlichen und seelischen Erschöpfung. Sie hat kaum noch Ähnlichkeit mit den Fahndungsfotos, mit deren Hilfe sie seit 2 Jahren gesucht wurde. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mir kam es ein bisschen so vor, als ob die jetzt denken, die Gruppe ist zerschlagen und jetzt hört das vielleicht auch einfach auf. Und wir wissen heute, es ging da eigentlich erst richtig los. Meinhof kommt in Einzelhaft. 1974 werden die TerroristInnen nach Stuttgart-Stammheim auf eine gemeinsame Etage verlegt. Nachrichten von übelsten Haftbedingungen, Isolationsfolter genannt, machen dennoch weiter die Runde. Ich habe damals an 2 Hungerstreiks teilgenommen gegen die Isolationsfolter und so weiter, weil ich natürlich auch vieles glaubte, was ich in den mir geheuren Zeitungen las. Und habe dann später namentlich von Enslin erfahren, dass das alles nur Übungen waren, um neue Rekruten für ihre bescheuerte RAF zu finden. Und dann habe ich auch sofort damit aufgehört. Ja. Am 9. November stirbt einer im Hungerstreik, Holger Mainz. Aus Rache erschießen RAF-Anhänger einen Berliner Sozialdemokraten. Im Februar 1976 trifft bei dpa ein Eilbrief ein. Peter Lorenz ist entführt, ein CDU-Politiker. Die Linksextremisten fordern die Freilassung von 6 heute unbekannten Kadern. Deutschland diskutiert. Das Traurige, dass man einmal nachgibt, dann muss immer weiter nachgegeben werden. Also ich wäre dafür, hart durchzugreifen, aber ganz hart. Nie erfüllen. Nicht erfüllen? Niemals. Das könnte den Tod von Herrn Lorenz bedeuten. Das ist egal. Macht nicht. Nö. Der Krisenstab, dem auch die Opposition angehört, windet sich. Dann gibt er nach und lässt die angeforderten Personen ausfliegen. Herr Mayhofer, sehen Sie nicht die Gefahr, dass die erfolgreiche Operation der Terroristen andere Gruppen zu ähnlichen Aktionen ermuntert? Anders gefragt, hat es sich hier vielleicht nur um eine Generalprobe gehandelt, um zu höheren Preisen die nächste Aktion zu starten? Es war ganz sicher ein Testfall. Sie brauchen sich nur einmal die Liste der Gefangenen ansehen, die hier befreit werden sollten. Das sind Gefangene aller terroristischen Organisationen, die wir kennen. Ob das also die Tupamaros, die Volksarmee, wie sie sich nennen, ob das die RAF, ob das die KPD sind und der 2. Juni. Von jeder dieser Splitterorganisationen war ein Gefangener mit auf der Liste. Bekannte Politiker und Manager sind jetzt in Gefahr. Auch ihre Teams, Personenschützer, Fahrer, Kinder, Enkel und darüber hinaus alle, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind. 7 Wochen später der nächste Anschlag, dieses Mal um Meinhof und Bader frei zu bekommen. Die RAF nimmt in der deutschen Botschaft in Stockholm 12 Geiseln. Doch die Sache verläuft anders. Der Krisenstab gibt nicht mehr nach. Eine Freilassung dieser Verbrecher, die zum Teil ihren Prozess noch erst erwarten, hätte eine unvorstellbare Zerreißprobe für unser aller Sicherheit und für den Staat bedeutet. Das Terrorkommando erschießt 2 Botschaftsmitarbeiter. Dann stürmt die Polizei das Gebäude. Im Gefängnis liegen die Nerven blank. Es war eine furchtbare Auseinandersetzung zwischen denen. Das geht ja alles aus den Briefen hervor, die sich gegenseitig geschrieben haben. Und dass da irgendwann mal der Moment kommt der Verzweiflung, der dazu führt, dass man sagt, so jetzt ist Schluss. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Am 9. Mai 1976 finden Beamte Ulrike Meinhof tot in ihrer Zelle. Selbstmord. Der Kampf der RAF wird 54 Menschen das Leben kosten. Das ist jetzt 45 Jahre her. Ulrike Meinhof ist mir in den vergangenen Wochen nahe gekommen, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, ich verstehe sie besser als vorher. Ich finde, vieles erklärt sich aus der Zeit, aber ich finde aber auch nicht alles tatsächlich. Viele Sachen kann ich nicht verstehen, immer noch nicht verstehen. Und die werde ich auch, glaube ich, nie verstehen aus meiner Perspektive. Und ich denke, vielleicht ist es aber auch gar nicht zu verstehen. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Zeichen dafür, wie gespalten die Gesellschaft damals war.